einen Spieler von ihrer Wunsch hat auch die Kaufinteressenseite Sampdoria. Die haben 7,5 Millionen für Junosovic ausgegeben. Na gut. Sollen sie ruhig gemacht haben. Okay, so, jetzt gucken wir nochmal hier. Oh, ey, ist das so ein Kack, ey. Ist das so unübersichtlich. Jojic. Dortmund. Ja. Da wissen wir halt auch, wir wissen nichts über den. Ich kann eine Anfrage für eine Laie machen. Aber da fand ich andere eher besser. Andere waren da eher geeignet für. Und ihr seht, da ist mein Gehaltsbudget. Ich muss die, muss das jetzt mal abändern. So, einmal hier das Finanzding. Ich brauche mehr Gehaltsbudget. Das ist vielleicht übertrieben, aber Hauptsache ich habe es dann erstmal. Das ist einfach Wahnsinn, was da im Kommentarbereich abgeht. Das ist echt Wahnsinn. Das kann man doch gar nicht alles verfolgen, Leute. Ach ja. Abner. Das ist einfach viel zu viel, was ihr da schreibt. So. Müssen wir mal bald zum Ende hier kommen. So, Paul Nardi, das war ein Torwart, der kann aber raus. Wäre natürlich schön gewesen, aber wir haben ja jetzt genug Torhüter. Kirchhoff. Ich guck mal gerade, wer hier noch kam. So. Wellenreuter ist auch nicht mehr interessant. Da! Da ist er! Clinton! Ich mach mal gerade hier noch die anderen raus, die ich nicht mehr interessant finde. Dazu gehört zum Beispiel Di Santo, Junosovic, Kalou. Ich brauche vorne im Sturm nichts mehr, weil ich, wenn ich jetzt den noch kriege, oh, der ist ja richtig billig. Mal gucken, was der wirklich kostet. Dann kaufe ich den direkt. 3 Millionen biete ich jetzt auch direkt dafür. Machen wir 3,1 Millionen. Man hätte auch Kotsch da hingeben können. So. So, Hanami Forever. Nu ist gut. Deinen Vorschlag werde ich aber jetzt nicht annehmen noch. So, Angebot absenden. 3,1 Millionen, 2 Millionen und Kutschke. 2 Millionen und Kutschke. Das sind so Vorschläge, da würde ich nie drauf kommen. Soll ich das machen? Ja, komm, 2,1 Millionen und Kutschke. Ja, Kachunga. Kutschke. Ist das ein guter Vorschlag? Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Stürmer Ricardo tauschen Kachunga oder Duxch ist ein Win-Win. Dann schreibt das schon mal bei 17. Ja, ich will jetzt eigentlich nicht nochmal ewig neue. Ja, aber ich kann den ja ich kann ja noch einen Spieler dafür geben. Also wenn die Kutschke nehmen und noch 2,1 Millionen, dann ist doch geil. Dann bin ich Kutschke los, hab weniger Geld ausgegeben und kann mir noch einen extrem guten ZDM kaufen. Zum Beispiel hier diesen Jabo. Nee. so, jetzt haben wir das. Ich werde schon ganz zappelig. Selke brauchen wir nicht mehr. Bocconi geht weg! Ja! Wird ausgeliehen. Geh weg. Geh und werd glücklich. Bocconi ist weg. So, was haben wir hier noch? Aus folgendem Grund können wir leider nicht zustimmen. Weder sind wir interessiert an den von Ihnen angebotenen Spielern, noch halten wir ihre. Okay, also wir müssen jetzt bei Lazaro. Wir müssen jetzt bei Lazaro richtig fett auftragen. Wir müssen da jetzt einmal dick die Kohle rausholen. Es hilft alles nix. Die wollen einfach nix. Wir machen jetzt. Bei wie viel waren wir vorhin? Lazaro 2 Millionen. Habe ich schon mal ähnlich viel geboten? 2 Millionen ist der doch jetzt wert. Ich kaufe Lazaro, auch wenn der eine da sagt, nein, ich soll ihn nicht kaufen. Kotsch, die wollen ja den Spieler nicht sagen, sagen sie doch. 3 Millionen.
Ich will Lazaro haben, der spielt sich richtig gut. 2,5 Millionen, 2 Millionen plus Kotsch. Haben die doch eben auch schon nicht gewollt, oder? Okay, ich mach jetzt nochmal 2 Millionen plus Kotsch oder 2,1 Millionen, ist mir jetzt auch egal. Dann bin ich kotschlos. Wenn das jetzt nicht klappt. Ich habe jetzt wirklich ein gutes offensives. So, also, jetzt bist du hier getimeoutet. Wegen ständig den gleichen Kommentar da reinposten. Han Nami Forever. Ich habe dir sogar schon geantwortet. Ich habe es dir persönlich sogar gesagt. Tausendmal den gleichen Kommentar reinschreiben ist dann einfach zu viel. Oh. Dann wollen hier auch noch Leute gebannt werden. Auch immer interessant. Gut, gucken wir mal. Ja! Die nehmen Kutschke und ich krieg den Spieler. Ist doch gut. 4 Jahre, 25.000. Ich nehme das immer, was sie wollen. Rotationsspieler, wichtiger Stammspieler. Damit haben wir einen neuen Flügel, sind noch einen anderen da los und hin und her. Jetzt noch Lazaro und einen guten ZDM. Mal gucken, wie viel Geld da jetzt noch übrig bleibt. Ey Leute, leckt mich doch am Arsch. Was wollen die denn? Ja, die wollen halt Kotsch nicht. Das ist 3 Millionen jetzt, zack. Wie haben wir da noch? 3,8 Millionen. Wir haben das Geld, aber so langsam müssen sie mal hier, ne? 3 Millionen, 750.000 Mark wert. Wo kommen wir denn da hin? Vidal geht nach Liverpool, auch cool. Erreichen des Champions Cup. Bayer Leverkusen. Ja, Clinton ist ein richtig guter Stürmer. Ich bin auch sehr gespannt, was wir da am Land jetzt haben. Ja, 3 Millionen habe ich ja gemacht jetzt und Punkt, das ist genau das Ding. So, Felix Wiedwald, wer war das nun mal? Torwart, der kam ja raus hier. So. Leider nicht zustimmen. Aber man könnte mich überzeugen. Danke für Interesse. Ja, wir überarbeiten das Angebot nochmal. Also, wichtiger Stammspieler. 3 Jahre lasse ich jetzt. Da mache ich 30.000. Ist das gut? Ist das gut? Ich warte jetzt auf Antworten. An Rille Klaus. Ja, gut. Wenn das so ist, dann ist das so. Ich kann da auch nichts dran ändern. Dann ist es halt einfach so. So, mehr Geld. 40.000, 4 Jahre. Also 40.000, 4 Jahre. Ob das schon klappt? Gut, dann probieren wir das mal so. 40.000, achso. 1, gut, gucken wir mal, ob das klappt. Jetzt haben alle 30.000 geschrieben, dann alle 40.000. Ah, und jetzt habe ich 40.000 gemacht. Er hat nur Scheiße gemacht. Ist das jetzt schon wieder eine Antwort auf meine Anfrage? Wollen die mich... Aber es ist lustig, dass sie das so lange mitmachen, ne? Wir müssen richtig investieren. Wir müssen richtig investieren. So Leute, ich gebe euch das. Ich gebe euch noch einen Staubsauger dazu. Ich gebe euch noch einen Fernseher und eine Anlage dazu mit einem CD-Player. Ihr könnt euch das kaufen von. Es ist völlig überzogen jetzt von mir. 3,5 Millionen. Und Kotsch dazu.
Das ist das dümmste Angebot, was ich natürlich überhaupt machen kann. Aber es ist einfach so. Wir schieben der Brausetablette nochmal alles in den Arsch, ist klar. Aber wir sind jetzt immer noch nicht weiter bei diesen... Wo komme ich denn eigentlich nochmal zu diesen Spielern dahin, die ich da gesucht habe? Scout-Aufträge. Wo komme ich denn dahin, wo die Spieler da sind? Das checke ich immer nicht. Jetzt habe ich die nämlich nicht alle auf meine Wunschliste gemacht. Fußballschule, wo ist das? Was haben wir eigentlich für Jobangebote? Hm? Gar keins. Ist auch gut. Wo komme ich da hin, Leute? Dass ich diese Spieler finde, die da... Wo ich nachsuche quasi. Wo komme ich da hin? Eigentlich hätte ich gedacht, dass das hier ist. Wo komme ich da hin? Globales Transfernetzwerk. Da bin ich doch. Ich will jetzt keinen rausschicken. Ich will jetzt einfach nur zu dieser Liste hinkommen. Wisst ihr? Transferverhandlungen. Hilft mir weiter. Transfers. Transferverhandlungen. Ja, nee, ich will ja zu der Liste hinkommen, wo ich diese beobachteten Spieler habe. Dass ich jetzt nochmal vielleicht für einen von den ZDM-Spielern ein Angebot machen kann. Ohne dass ich jetzt warten muss, dass die mich hier fragen. So. Transfers dann da. Ach, da! Nee, doch. Ach, hier sind die. Okay, gut. So, dann gucken wir mal. Defensiven. Achso, das ist die Defensive. Ja, 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 ja. Okay, danke für eure Hilfe. So, wer wäre denn jetzt hiervon am interessantesten? Ich finde, der macht von den Werten her mit den besten Eindruck. Der Jojic ist auch nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob Jojic auch Innenverteidigung machen kann. Ich würde gerne halt auch einen nehmen, der auch Innenverteidigung machen kann. Und der kann das angeblich. 1,88 Meter ist halt auch ein echter Bulle. Und Wanyama macht, finde ich, den besten Eindruck. Ach, 7 Millionen sehe ich jetzt gerade. Der wird bestimmt nicht zu mir kommen. Ich habe nur noch 6 Millionen Budget. Der wird also zu teuer sein. Noch auf Jojic warten. Wir können ja auch einfach hier eine Anfrage für eine Leihe machen. Naja, ohne Ablöse. Machen wir einfach mal eine Anfrage, wenn der kommt. Das reicht nicht aus, das Gehaltsbudget. Okay. Was ist mit Jojic? Da können wir doch auch schon direkt mal eine Anfrage für eine Leihe machen. Vielleicht klappt das ja. Irgendwie lädt das hier immer ewig. Auch das reicht nicht. Ich muss mein Budget nochmal gerade ändern. Wir müssen das jetzt hier schnell klar machen, weil am Ende fehlt mir dann einer und dann stehe ich da und nichts geht mehr. Rien ne va bleu. Jetzt muss ich mal hier gucken. Ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt gerade waren. Oh, ihr merkt schon, meine Stimme, die geht gerade langsam wirklich den Bach runter. So, machen wir einmal eine Anfrage. Den würde ich allein. Ganze Saison nicht festgesetzt. Das würde funktionieren. Vielleicht kommt ja sogar, der ist nur zufrieden. Okay und so, ne? So, dann machen wir bei Jojic einfach auch nochmal eine Anfrage. Ein von den beiden. Stimmt, du kannst Jojic leihen. Im Stream werde ich heute nicht mehr mit dem Manager-Modus weiterspielen. Ehrlich gesagt habe ich gehofft, dass ich um 7 Uhr fertig bin. Also ich werde hier nach dann beenden, weil ich will eigentlich noch heute Sport machen. Warum geht das jetzt nicht? Weil ich den anderen schon habe. Ist das doof. Aber wir warten noch kurz auf Jojic sein Ergebnis. Vielleicht kommt da gleich ein Ergebnis. Und dann sind wir auch, glaube ich, bald durch. Mal kurz hier gucken. Ja, noch eine Woche. Das muss dann jetzt alles ganz schnell gehen.
Ich werde jetzt keine Spieler mehr suchen, die mir alle da schreibt. Da komme ich nicht hinterher. Es ist zu viel. Ward Browse oder Prowse, wie er heißt, werde ich jetzt auch nicht mehr gucken. Das ist einfach zu viel. Und dafür gibt es jetzt auch einen Timeout. Jan Kirchhoff, Abschlussbericht. Jetzt kommt nämlich Wanyama. Wanyama. So, wen haben wir noch? Jabo. Erstmal das hier angucken. Wer ist es? Clinton. Er kommt. Er ist da. Er ist unserer. Jetzt fehlt nur noch Lazaro. So, wo ist das? So, Clinton haben wir. Ey. Das kann nicht wahr sein. Das ist echt ein Wahnsinn, was hier abgelaufen ist mit denen. Das kann doch nicht wahr. Was soll ich denn mit Lazaro machen? 3,5 Millionen und Kotsch habe ich denen geboten. Vielleicht wollten die Kotsch nicht. Es ist einfach langsam echt zu viel, was die da sich erhoffen. Das ist doch einfach nicht mehr normal. Also ich will den sehr gerne haben. Ich will ihn wirklich unglaublich gerne haben. Kirchhoff will ich gar nicht. Jabo. Jabo wäre günstig. Könnte man direkt kaufen. 3,8 Millionen. Wir haben aber nicht mehr so viel. Tja, Jojic, Jabo, jetzt geht's in die heiße Phase. Lazaro wird zu teuer. Lass den. Lass es. Aber Leute, echt, der war wirklich richtig gut. Was ist denn mit einer Anfrage für eine Leihe nochmal für Lazaro? Wäre das nochmal gegangen? Nee, wo war das hier? Da. Oh, ich muss mal das Menü suchen. So, nochmal hier. Nochmal eine. Wir machen es einfach so. Ja? Wenn das jetzt nicht klappt, dann klappt es nicht. Es wird auch nicht klappen. Wenn die den so dringend haben wollen und so viel Geld, dann okay. Das ist der letzte Versuch für Lazaro. Ansonsten müssen wir ohne Lazaro klarkommen. Wir sind ja auch so eine Saison ohne ihn klargekommen. Kotsch behalte ich ja dann. Ich habe noch Wally. Ich habe doch noch Kotsch, ne? Ja, Kotsch habe ich noch. Genau, Kutschke sind wir losgeworden. Es ist immer noch relativ voll hier unten. Keiner leiht meine Spieler aus. Hier haben wir den neuen Spieler. Tja, jetzt bin ich hier extremst gut besetzt. Aber man könnte es so machen. Was hat er denn? 3 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Spezialbewegung. Kachunga als Ersatz, Munir und Nye vorne im Sturm. Balui auch super, super. Kauf Jabo. Jojic kann da auch spielen. Ich mache jetzt einmal weiter. Alles am letzten Tag auf den letzten Drücker. Ich möchte ihn momentan nicht ausleihen. Okay, die wollen den nicht ausleihen. Haben wir ja. Okay, der ist da. Scout Mike Biada. Kirchhoff. Achso. Kirchhoff wissen wir schon. Den wollen wir aber nicht haben. Was ist das hier noch? Jabo. Ja, jetzt haben die aber hier, die sind jetzt gar nicht auf mein Angebot eingegangen, dass ich den ausleihen wollte. Verstehe ich jetzt nicht so richtig. Irgendwie haben die das nicht gecheckt. Ich mache es jetzt einfach nochmal, ist mir jetzt auch egal. Lazaro habe ich schon abgeschmatzt, mir innerlich. Wir versuchen jetzt Jabo zu holen. Und den können wir uns ja kaufen dann im Prinzip. Oder, ja doch, Jabo, der kann ja auch als Innenverteidiger. Ja, wo Jojic? Ich weiß über den. Doch, jetzt wissen wir es ja. Wie viel Geld haben wir denn noch? Die wollen 7,8 Millionen. Line. Warum geht dann auch noch das Gehaltsbudget so weit runter? Das check ich nicht. Das ist mir zu hoch. Kauf noch Jojic für ZM. Ich kann ihn nicht kaufen. Hast du gerade gesehen? Der kostet 7 Millionen oder sowas.
Und der Wangana, den wollen die nicht verleihen, der ist auch zu teuer. Die sind zu teuer, Leute. So viel Geld habe ich nämlich auch nicht. Also, da kann ich jetzt euren Wünschen nicht nachgehen. Guck mal, wir haben nur noch 3,4 Millionen. Selbst das habe ich nicht, weil ich muss das Gehaltsbudget jetzt haben, wenn ich die leihen will. So, und das versuche ich jetzt nochmal. So, den wollen die gar nicht verliehen. Hier steht, weitere Berichte sind schon nicht mehr anfertigen. Ne, die wollten jedenfalls nicht mehr den verleihen. Jetzt muss ich Jabo oder Jojic bekommen. Jojic hat hier sehr gute Werte, so beim Schuss und alles. Ne? Sieht ziemlich gut aus. Wir versuchen es einfach mal. Das reicht nicht. 80.000 Gehalt pro Woche. 80.000, das wäre der Bestverdienste bei mir. Das kann ich, den kann ich mir gar nicht leisten. Leihe. Oder kaufen. Ja, den könnte man ja kaufen dann. Nee, kann man nicht. Ihr braucht keine neuen Namen mehr reinschreiben. So, und der Jabo kann wohl auch 2,4 Millionen plus Spieler. Der Jabo kann wohl auch Innenverteidiger machen, was für mich sehr gut wäre. Haha, ich habe nur noch. Ja, das wird nichts. Wen soll ich denn dazu bieten? Wen soll ich denn da anbieten zu? Da komme ich doch nicht mal annähernd auf den ihren Wert. Ja gut, ja, alles auf Gehaltsbudget und Jurjic Line. Basti, du spielst momentan ein System mit drei Innenverteidigern, aber ja, das wird wahrscheinlich sich auch noch wechseln, ne? Das kann sich noch ändern alles. Ich ändere das hin und her, 2,3 Millionen plus Spieler. Welker weg, aber der ist nichts wert, das funktioniert nicht. Zum Kaufen mehr Geld. Also lieber den kaufen als Jojic leihen. Es ist jetzt die Frage, mache ich jetzt das Budget hoch, um den zu kaufen, oder mache ich das Gehaltsbudget hoch und leihe mir Jojic? Das wäre die Frage. Das wäre die Frage. Jabo nicht holen, weil ich gut besetzt bin. Nee, aber im Mittelfeld und in der Verteidigung. Den Jabo kann man, glaube ich, kann man wohl auch in die Verteidigung reinmachen. Oh, ihr macht es mir so schwer. Lustenberger von Hertha? Nein. Schwierig. Nochmal kurz in die Mannschaft gucken. Jetzt die letzte Entscheidung wird jetzt getroffen. Die wird jetzt getroffen. Wen habe ich noch für Innenverteidigung? Ich mache auch wahrscheinlich wieder eine Viererkette irgendwann hin. Ich habe hier noch Innenverteidiger. Mit Amedik, der ist ja nicht weg. Rafa. Ich habe noch Rafa. Amedik. Ich habe genug Innenverteidiger. Ich sage Jojic. Amini! Amini! Okay, gut. Wir machen es jetzt mit Jojic. Scheiß auf Transfer. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ich versuch's. Wenn die den überhaupt verleihen jetzt, ne? Das ist dann auch nochmal die Frage. Ich habe dem Leihangebot nichts hinzuzufügen. Ihr schreibt da immer noch Namen rein, wie die Bekloppten. Das ist echt Wahnsinn. Wahnsinn. So, weiter. Oh Gott, das Spiel gegen Juventus, das werde ich nicht spielen, das werde ich simulieren. Mal gucken, was dabei rauskommt. Jetzt habe ich nichts zu trinken hier. Überspringen, 4-0. Ja, gut, sowas hätte ich auch erwartet. Erstmal hier 10 gelbe Karten. Okay, weitere Informationen über Spieler. Ja, das will ich jetzt nicht. So, Assistenztrainer. Ziegler, Leistenbruch. 2 Monate weg, Ziegler.
Wir müssen leider mitteilen, dass wir es ablehnen. Wir möchten Juric momentan nicht ausleihen. So, damit haben wir das geklärt. Die Summe ist zu niedrig, dass er mehr wert ist. Hä? Ich will ihn ausleihen. Ihr wollt mehr wert. Lazaro. Kann ich dazu nur sagen. Okay, für Bertels gegeben. So. Ja, Burchard will auch mal ans Bällchen ran. Das heißt, Jojic hat sich erledigt. Ibabo. Der Babo ist ein guter Babo. Jetzt muss ich wieder das Transfer-Ding. Oh, es nimmt hier kein Ende. 20.000 hat der Budget. Aber es wird auch da sehr knapp. Wir müssen hier gucken. Budget erhöhen vielleicht nochmal machen? Keine Ahnung. So, ich will den Jabu gerne haben. 3 Millionen. So, 3,1 Millionen. Ich habe genug Spieler. Ich will die ja auch loswerden, aber wie soll ich die loswerden? Ich habe da einige auf die Liste gemacht. Pepic könnte man dafür anbieten noch. Nimm doch noch Pepic. 3,1 Millionen und Pepic, da bin ich den los. Es leiht ja keiner aus, meine Spieler, oder kauft sie. Man könnte jetzt noch sagen, man macht jetzt die Spieler, die halt nicht bis jetzt genommen wurden, einfach auf die Leihliste. Zum Beispiel hier Ten Forde, machen wir nochmal Leihliste. Dann machen wir hier, ja, der ist ja schon, Kotsch auf der Transferliste. Kann ich jetzt eigentlich streichen. Die wollen die hier ja alle nicht haben. Diesen Welker mache ich jetzt einfach mal. Ja, der ist ja jetzt auf der Transferliste auch, ne? Man kann aber auch einen Vertrag auflösen. Dann bin ich die auch los. Soll ich einen Vertrag auflösen hier zum Beispiel von Pepic? Ja, hier Welker. Pepic und Welker Vertrag auflösen, dann bin ich die aus dem Verein los. Oder hier Höhn. Weil, guck mal, der hat 500 Gehalt, den brauche ich nicht mehr. Den werde ich nie nutzen. Bruma, ich suche keine neuen Spieler jetzt mehr. Leute, es ist gut. Welker weg. Welker Vertrag auflösen. Ja, macht keinen Sinn, ne, bei dem so. Ja, ich soll den auf der Transferliste lassen. Black Screen ist nicht vorhanden. Alles normal. Wie, ich habe noch einen Monat Zeit. Da war doch eben Transferperiode zu Ende. Jovic geschickt, ja, schön. Da ist doch gleich zu Ende die Transferperiode. Wenn man hier mal schaut. Oh. Okay, ich nehme alles zurück. Hä? Die war doch. Ich dachte, die wäre hier zu Ende. Nee, das war irgendwie neulich noch anders angezeigt. Das war anders angezeigt. Wir sind also noch nicht ganz durch. Okay. Gut, dann machen wir jetzt nochmal weiter hier. Ich habe gedacht, es ist jetzt nur noch eine Woche. Und deswegen habe ich hier rumgehadert mit mir. So, die wollen den Spieler nicht haben. Und die Höhe finden die nicht angemessen. Ich habe alles geboten. Ich habe alles geboten, was ich habe. Wir können nochmal in die Vollen gehen. Ich kann natürlich auch nochmal eine Anfrage an den Verein machen, ob wir da irgendwie ein bisschen Geld kriegen. Aber wenn die den jetzt nicht. Wenn die das jetzt nicht wollen. Für was brauche ich noch Spieler? Für rechts oder links? Ich habe so viele Spieler, da kannst du gar nicht mehr gucken, wo du mit den ganzen Spielern hin sollst, rechts und links. So viele. So, simulieren. Nochmal. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Scheiße, ich wollte es selber machen. Ja.
So, wir, sagen wir mal 3-0 werden die gewinnen. Oh, 1-2 nur. Ja, und dann kommen wir jetzt auch zum Ende des Livestreams, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir kommen jetzt zum Ende. Armedick! Den wollte ich verkaufen. Ich nehme an, dann habe ich Geld. Ich könnte natürlich jetzt noch ein bisschen erhöhen, aber es dauert alles zu lang. Die 100.000. Armedick nehmen wir an, den wollte ich verkaufen. Nee, ich gehe zu keiner Pressekonferenz. Munir, 3 Monate verletzt. Sehr gut. Ja. Nicht rumheulen, es hat auch kein Spiel stattgefunden, kein richtiges. Sehr gut. Munir verletzt. Ich habe noch Stürmer, Leute. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich habe noch einen Kachunga übrigens. Außerdem sind ja nur 3 Monate. So. Und im Sturm kann ich auch Könnecke hinmachen. Der hat im Sturm super funktioniert. Ich finde eigentlich alles gut. Außer, dass wir halt noch diesen ZDM bräuchten. Das wäre schon sehr wichtig. Ansonsten habe ich den Pepic jetzt noch. Ja, Pepic, er kommt ja dann wieder. Ist jetzt nicht so ganz so gut gelaufen. Wir werden es jetzt noch nicht komplett endgültig entscheiden, weil der nächste... Das nächste Video wird dann das Spiel gegen Bayern sein. Dann wird ja immer noch was passieren. Das wird sich also jetzt noch so peu à peu entscheiden. Ihr habt mir jetzt die Vorschläge alle geschrieben. Das Bild geht wieder aus. Bild geht gerne mal wieder aus. Geht wieder an, aus, an, aus. Wackelkontakt, keine Ahnung. No device. Das Ding ist völlig überhitzt, habe ich das Gefühl. Oh! Komm, come back to me now. Völlig überhitzt. So, okay. Hatte ich da jetzt nochmal ein Angebot gemacht? Nein, keine Ahnung. Das ist so eine Kacke, dass das jetzt nicht alles gleich auf Anhieb geklappt hat. Burchard, Welker und Höhn Vertrag auflösen. Kostet mich natürlich Geld. Überdacht, wir können leider nicht zustimmen. Höhe von 3,7 Millionen. Ich kriege aber jetzt Geld hierfür. Genau, da habe ich Geld bekommen. Sehr gut. Dann können wir gleich nochmal gucken. Ich mache die Verträge jetzt weg. Hünemeier ist fit. So, die Verträge auflösen. Oder mache ich das erst danach? So, wo war das? Bocconi ist verliehen. Höhen. Das kostet mich Geld alles, ne? Das muss ich noch behalten. Ich muss mal ich muss erstmal das Angebot machen. Fuck. Sorry, dass das so unübersichtlich und durcheinander mit mir hier alles ist. Ja, toll. Jetzt kann ich noch mal. Also ich bin jetzt bei knapp 3,4 Millionen. Ja. So, wir geben alles. Tja. Die wollen den Spieler ja nicht haben. Was mit Höhen? Wert 375.000 ist der. Komm, den geben wir den noch mit drauf. Das ist echt hier alles. Das mit den Verträgen auflösen muss ich noch machen. Wann anders? Weil ich kein Geld habe. Ich kriege ja noch später irgendwann Geld. Ich speichere jetzt einfach ab. Wir machen den nächsten Part gegen Bayern. Das erste Spiel Saisonauftakt gegen Bayern München. Das Freitagsspiel live im Fernsehen. Alle werden es sehen können. Virtuell. Und damit soll es das jetzt hier erstmal gewesen sein. Ich denke mal, es reicht jetzt auch für den Stream. Und es war eine ganz schön lange Kiste. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das in YouTube dann hochladen werde. Als ein Part ist schon ganz schön mega überaufwendig. Viel. Das Spiel mache ich jetzt nicht mehr. Leute, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss jetzt noch ein bisschen Sport machen heute. Und dann ist der Abend schon gelaufen. Also ihr müsst da jetzt noch warten die Woche. Ich weiß nicht, ob ich es für Mittwoch schaffe. Ich versuch's. Das Bayern-Spiel kommt ja dann frühestens Samstag.
Also da müsst ihr jetzt noch ein bisschen Geduld haben mit dem Saisonauftakt. Ich danke euch jetzt auf jeden Fall mal erstmal fürs Mitmachen, dabei sein. Hier ist unsere aktuelle Mannschaft mit einem neuen Spieler hier im Sturm. Nje. Keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird, das muss ich auch noch lernen. Macht auf jeden Fall schon mal guten Eindruck. Munir ist leider verletzt, deswegen Könnecke jetzt hier rechts. Balui ganz normal. Auf die linke Seite könnte man gucken, dass man da Wally lässt. Da bleibt Wally auch. Stoppelkamp ist hier. Bakalords. In der Innenverteidigung haben wir noch einen Verletzten. Aber da kommt Rafa jetzt hin. Wir haben wieder einige Verletzte an Bord. Hier ist unser zweiter Torwart, den wir geholt haben. Vogo. Also nochmal ein Ersatztorwart, weil Burchard war einfach damals überhaupt nicht gut. Mal gucken, wie der Mwogo dann ist. Bertels ist auch noch angeschlagen. Und mein Bild geht wieder mal aus. Ich brauche noch einen Innenverteidiger, wird hier geschrieben. Aber das ist alles nicht so schlimm. Im Zweifel wechsle ich wieder auf eine Vierer-Abwehrkette. Ich weiß gar nicht, wo dran das hier liegt, dass das Bild andauernd weg ist. Moment, please. Okay, einen Innenverteidiger könnte man sich überlegen. Jetzt habe ich natürlich ein Innenverteidiger-Problem. Aber ich will ja gern diesen ZDM kaufen. Der, wie hieß er? Jabo. Der könnte auch Innenverteidiger machen oder ZDM. Und insofern wäre ich damit richtig gut bedient. Also wir schauen jetzt erstmal, wie es weitergeht gegen Bayern. Ich danke jetzt erstmal fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend allen. One moment please, no device, ja. So, Ziegler ist verletzt und Amedic verkauft. Ja, das ist klar. Aber gut, wir haben jetzt alles besprochen. Und ihr habt mir sehr viele Tipps natürlich auch gegeben, Vorschläge. Abbrechen. Was habe ich gemacht? Nein. Gut. Okay. Also ich würde mich freuen, wenn ihr dann im nächsten Part dabei seid, wenn es wieder heißt Paderborn to be wild. Und das wird dann in der kommenden Woche der Fall sein. Ja, danke und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, euer Basti oder auch Modern Consumer. Livestream, ihr seht, hier sind überall alles voller Bildschirme. Wie sieht denn nochmal, wie es bei mir aussieht? Alles ganz schlimm. Hier vorne die Monitore, wo ich immer drauf gucken tue, muss. Mikrofon hier aufgebaut. Dann hier, hier ist das Versagergerät für heute, das irgendwie ständig den Geist aufgegeben hat. Hier liegt, oh, da ist noch meine Tasse von gestern Abend. Und hier noch, hier läuft der Livestream nebenbei, wo ich noch drauf gucken kann. Also hier ist alles aufgestellt, was ich aufstellen konnte. Okay, jetzt bin ich auch ziemlich fertig. Ich will jetzt noch das Wetter nutzen und draußen eine Runde joggen gehen. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis dann!